Hallo und herzlich willkommen hier bei MAG auf der IWA. Und wir machen jetzt einmal einen kleinen Rundgang und schauen, was es hier alles so gibt. Und vor allem, was ist denn auch relevant für uns als Bogensportler? Ja, die internationale Waffenausstellung hat natürlich alle möglichen Waffen, auch Airsoft-Waffen. Und ja, hier haben wir mal eine Auswahl von Cybergun. Sehr exotische Airsoft-Waffen auf jeden Fall. Selten sowas gesehen. Dann hier mal ganz klassisch die Mosin M91 als Airsoft mit FM5-Eck. Schon krass. So, hier haben wir jetzt einmal die Entwicklung vom Service Rifle von den USA. Das hat angefangen damals mit der M16. Dann gab es dieses wunderschöne experimentelle Ding, was sich nicht großartig durchgesetzt hat. Dann kam die M16A1 im Jahr 1969 und im Jahr 1994 wurde dann die M4A1 eingeführt. Und ja, die MK18 kam danach. Im Grunde eine M4 mit kürzerem Lauf. Und das ist quasi der heutige State of the Art. Also mit Pack 14, allem drum und dran, schönem Scope drauf. Und ja, relativ kleines Kaliber bei 14,5 Zoll Lauf. Und hier haben wir noch ein paar Varianten von der M4. Das hier sind alles Airsofts, also die sind alle nicht echt. Aber wir sind hier auf der IWA. Ich bin mir sicher, wir finden nur noch ein paar echte. So, hier haben wir jetzt ein paar sehr schöne Sportgeräte fürs Precision Rifle Shooting. Die sind highly customizable, wie man so schön sagt. Also man kann die sehr schön anpassen, dass sich das auch alles schön ausgeht vom Gewicht, von der Balance. Und ja, es sieht natürlich super geil aus, das muss man auf jeden Fall sagen. Ne? Hier unten haben wir jetzt ein schön blaues sportliches Modell und darüber haben wir eins, was im Grunde sehr ähnlich ist, aber halt eine ganz andere Chassis hat und das wäre dann eher für den jagdlichen Zweck, weil wenn man mit sowas zur Jagd geht, ich glaube, da wird man sehr merkwürdig angeguckt von wegen Paramilitär, aber es sieht halt einfach geil aus. Ne? Also für den Sport definitiv das Ding. Und für die Jagd eher das. Hier nochmal in einem anderen Blauton. Noch ein geschlossenes. Und ja, es ist echt sehr schön. Sehr, sehr schön. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von solchen Dingern haltet oder ob ihr nur Team Armbrust seid. Hier haben wir jetzt etwas, was nicht ganz so viel Sinn macht für den sportlichen Zweck. Das ist jetzt Kaliber 50. Ja, macht sicherlich Spaß, aber ist natürlich die Frage, wer sowas braucht. Boah, krass. Hier einmal von dem Ende aus anschauen und boah, schaut euch diesen Schalldämpfer an. Das ist echt eine Wucht. Aber ich denke, man braucht auch wirklich einen großen, großen Schalldämpfer, um dieses große, große Kaliber zu dämpfen. So, hier haben wir Recknagel, das ist ein Hersteller für Montagen und hier können wir einmal sehen, was es alles so für Montagen gibt. Die sind natürlich für uns als Dingergemeinde total overpriced. Wer weiß, vielleicht kriegt CD da was kostengünstigeres hin. Das brauchen wir natürlich alles nicht. Dämpfer brauchen wir nicht, in dem Sinne nicht, weil unsere Dinger ist schön leise. Und wenn, dann dämpfen wir die Sehne oder halt irgendwie den Wurfarm, aber nicht den Lauf, weil gibt ja keinen Lauf. Hier noch ein paar weitere Adapterschienen und Klemmringe und, oh, Leuchtkörner. Hier sind jetzt die klassischen Revolver, wie aus einem Westernfilm. Steht dir? Hast du einen Revolver eigentlich? Nein, aber das gehört dazu. Das braucht man, oder? Ja. Wozu ist hier dieser zweite Lauf? Oder das ist ja kein Lauf, aber ist kein wozu Lauf. Ist das? Ist das zum Stopfen oder Reinigen? Oder? Das wird zum Stopfen sein. Nein, du lädst die Geschosse rein. Ach so, gar nicht mit Wechseltrommel. Das ist zum Ausstoßen. Das ist der Ausstoß. Ah. Ach so, für die Alten, dass du die rausholst dann. Das ist schon eher jagdlich jetzt, ne? Ja.
Wobei, ist das für die Jagd? Was will man damit jagen? Nein, das ist Verteidigung. Das ist Teenage Mutant Ninja Turtles jagen. Ja, das ist ein Poach Gun. Ein was? Poach Gun heißt das. Okay. Also eine kurze Schrotflinte. Ja. Seit den Zeiten wurde früher im Wilden Westen sind sie auf den Stagecoaches gefahren. Mhm. Und das heißt, hast du das in der Früh gehört, wo der Brad gesagt hat, Shotgun? Ja. Das ist halt, der sitzt neben dem Fahrer, weil auf den Stagecoaches gab es den Fahrer für die Pferde und es gab dann einen, der mitgesessen ist, mit der sehr amerikanisch halt. Daher kommt also das Wort Shotgun, wenn man vorne sitzen will, im Grunde von diesem Ding. Weil das war damals halt auf den Planwagen dann zur Absicherung und das war der Beifahrer mit der Shotgun. Wieder was dazugelernt. Ja. Danke, Eric. Bitte. So, also das sind ja jetzt relativ ähnliche Flinten, aber die einen sind Repetierer und die anderen sind halbautomatisch. Genau, also hier muss man dann wirklich einzeln repetieren. Und hier kommt dann durch den Gasdruck der Verschluss automatisch nach hinten geschossen. Hier sind wir wieder bei den Cowboys angekommen. Boah, echt sehr cool. So ein Engraved und dann hier sowas Modernes. Ja, schon echt cool. Boah, die sieht ja aus wie die von Jack Sparrow. Ja, sowas sind Schwarzpulver. Mhm. Quasi, also wirklich alt, Cowboy-mäßig würde ich schon gerne dazu gehen. So, zur Sammlung und ab und zu schießen. Und das ist halt, ich bin mit Cowboy-Filmen aufgewachsen. Also die hier sind nicht alt, die sehen nur so alt aus. Die haben das alte Design quasi, aber es sind aktuelle Nachbauten. Und du hast zum Beispiel, so, wo ich das Regelwerk für Cowboy-Action-Shooting aus Deutschland quasi gelesen habe, das in Amerika darf das anders ausgeführt werden als in Deutschland. Ja. Ich habe das dann genau gelesen und das Cowboy-Action-Shooting, also du musst sowas verwenden, also quasi von, was weiß ich, 1800 oder so, okay. Ja. Du musst dich hier anziehen und was weiß ich, aber vor allem die Waffen sind wichtig. Und das ist auch, das ist ein Single-Action. Also ach so, ja, ja. Das ist kein Double Action, du musst jedes Mal spannen dann quasi. Jedes Mal spannen, ja. Okay. Ah, ich finde ich, also Revolver, ja. Ja, aber also fürs sportliche Schießen macht man doch eh, wenn du präzise sein willst, machst du auch nicht Double Action, dann spannst du doch den Hahn, oder? Ja, sowas macht natürlich immer Sinn, gerade wenn man in der Kiesgrube ist, dass man auch sieht, was man denn getroffen hat auf 120 Meter. So ein ähnliches hatten wir da auch immer. Aber wahrscheinlich eine andere Preisklasse. Das ist der Laufkunden, siehst du es? Ach, aha. Das heißt, also, wenn du schießt, geht die Waffe hoch. Mhm. Geht hier weg von dem, wo du hältst. Ja. Du bist aber, der Lauf sollte optimalerweise quasi in dieser Linie sein, weil dann hast du halt eher geraden Rückstoß. Mhm. Die fahren den Lauf unten ein, damit du mehr in der Linie mit deinem Arm bist. Ah, okay. Für weniger Rückstoß dann? Weniger Rückstoß, also weniger hochklettern. Mhm. Das ist interessant. Jetzt haben wir hier mal echt das absolute Kontrastprogramm zu dem von eben. Das ist jetzt nicht historisch, das ist komplett neu. Das ist Rhino 60D, ein ja, ganz moderner Revolver von einem italienischen Hersteller. Hier haben wir einen anderen Revolver, der auch was moderner ist, aber lange nicht so modern wie der. Der sieht ja echt rattenscharf aus. Ach, und da gibt es den gleichen auch nochmal in klein, in... Das ist ja auch cool hier in Regenbogenfarben. Sehr besonders. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass hier der Abzug gezogen wird, ohne dass man jetzt hier downrange pointet. Das ist hier alles ausgebaut. Also hier kann nichts passieren. Hier ist alles sicher. Ich habe das Patronenlager schon vorher geprüft. Auf den Messen sind die Dinge, die Schlagbolzen sind an sich ausgebaut, aber ich prüfe jedes Mal das Patronenlager, bevor ich was abfülle. Ja. Gehört dazu. Ja, das ist sehr vernünftig. Hier sieht man öfters mal Leute, die das nicht tun, aber im Grunde kann ja auch gar nichts passieren. Boah, hier in winzig klein. Das ist ja schon frech, das Ding. Und hier haben wir natürlich jetzt was sehr, sehr Sportliches. Das hat mal so gar nichts mit Verteidigung oder sonst was zu tun. Und hier ist es dann doch was anderes. Mit einer Leuchtkornschiene. Sehr cool umgesetzt.
Du musst den Unterschied spüren, also da und dann so, ich guck mal. Ja, warte, jetzt müsste ich eigentlich auch einmal ins Patronenlager reingucken. Wie mache ich auf? Achso, okay. Ist leer, okay, dann können wir den Abzug ziehen. So, ich gucke jetzt einmal Double Action, also einfach durchdrücken ohne Spannen. Ja, das ist schon mal ein relativ weiter Abzugsweg. Und jetzt spannen wir mal. Ja, nee, das ist was ganz anderes. Also man sieht es wahrscheinlich auch. Hier ist jetzt der Trigger schon ganz hinten und ich muss nur noch einmal ganz leicht antippen. Und hier muss ich halt wirklich den vollen Weg, dabei dreht sich noch die Trommel und dann bam. Also für Präzision spannen. Aber ist natürlich die Frage, wie präzise kann man mit diesem kurzen Lauf überhaupt sein? Also damit macht man keine Bierdeckel-Challenge auf 20 Meter. Damit macht man halt einen Zombie. Der thermische Mag. Das ist jetzt mal die absolute Survival-Flinte. Ne? Die wiegt ja mal wahrscheinlich so gut wie gar nichts. Das ist ja auch dieses typische Cowboy-Gewehr eigentlich, ne? Dieses Lever-Action da. Das da, ja. Oder das, ja. Das ist moderne Variante. Ah. Das ist halt wie einmal früher war. Die Red Dots sind natürlich sehr interessant. Wer weiß, vielleicht kann Crossbow Dynamics die eines Tages mal für die Stinger auf den Markt bringen. Für die Compact fände ich das auf jeden Fall sehr interessant hier. Ja, diese kleinen. Also ja. Das ist vielleicht, musst du schauen, dass es vielleicht zu klein ist, geht verschwindet, aber vielleicht sowas zum Beispiel. Ja. Das ist halt echt die Frage, was, wo sind wir da preislich, ne? If your battery dies, you have redundant reticule, but yeah. Also one in three people have an astigmatism. And your dot is becomes a star. Ah, okay. Yes, you don't. With a prism, you remove the issue with the having an astigmatism. Genau das absehen will ich halt haben, ne? Damit ich halt den ersten Schuss einfach mal mittig setzen kann. Und wenn wir jetzt hier irgendwie unterhalb vom roten Punkt treffen, dann halten wir halt genau die Stelle an, ne? Und dann sollte es passen. Na, und besonders cool hier ist halt wirklich, wenn die Batterie leer ist, ist das Absehen noch da. Es ist halt nur nicht rot, es ist dann schwarz. Sehr robust gebaut, es ist gekapselt, das heißt, da kommt kein Dreck rein. Ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und auch, ob ihr lieber so ein geschlossenes habt oder lieber eins von diesen offenen. Ich persönlich finde die geschlossenen an sich auch immer mega gut, nur hatte bis jetzt einfach noch keins mit einem guten Absehen gefunden. Ich würde sagen, das hat sich jetzt geändert. Aber lasst mich da auf jeden Fall auch gerne mal wissen, was ist denn überhaupt eure Vorstellung, was ein Red Dot angeht? Darf das irgendwie maximal 30 Euro kosten oder maximal 50? Oder seid ihr da auch wirklich bereit, zum Beispiel wie ich, für 399 Euro einen Red Dot zu holen? Für eine Stinger, die ja auch nur 299 Euro kostet. Macht das Sinn? Macht das für euch Sinn? Oder bin ich da der Einzige, der so bekloppt ist? Bei den Scopes ist es halt so, die haben da auch relativ günstige, die auch auf jeden Fall gut sind, aber hier passt mir persönlich das Absehen nicht. Es ist halt einfach nur ein ganz normales Kreuz. Lasst mich auch auf jeden Fall wissen, was eure Preisgrenze für Scopes ist und ob ihr überhaupt einen Scope haben wollt für die Survival oder die Tactical. Für die Compact macht es, denke ich mal, keinen Sinn. Hier liegt jetzt ganz viel Thermaltechnik. Das ist natürlich schön und gut, aber ja, unsere Zielscheiben sehen nicht so aus. Dementsprechend macht das für uns auch keinen Sinn. Oder siehst du irgendeinen Sinn in Thermal für Armbrust? Praktisches Armbrustschießen in der Nacht mit erhitzten Zielen. Ah, ja. Aber das ist, weil ich halt Wildschweine in der Nacht mit Thermal jage und das mache ich nicht. Ja, dann müssen wir mal unsere Stingerscheiben bei Nacht beheizen. Könnte man machen. Was ist das? Weißt du das? Ist das so eine Cera-Coating-Maschine vielleicht? Ah, hier Fabian, wann hast du das Ding bei dir stehen? Nur noch eine Frage der Zeit, oder? Ja, hier haben wir das Cera-Coat und hier sehen wir einmal die schöne Farbpalette von den ganzen Cera-Coatings, die es so gibt. Sehr cool. Was ist das? Ist das Airsoft oder ist das echt? Sieht so bunt und knallig aus. Das ist echt. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, es sind Airsofts. Aber das sieht erstmal alles ziemlich echt aus. Auch wenn es aussieht, als ob es aus Call of Duty rausgespawnt ist. Ja. Wow. Okay, also das sind tatsächlich alles Schrotflinten. Auch die hier sind Schrotflinten. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
So, das hätte ich jetzt gedacht, ist irgendwie MTAR oder so. Aber gut, ich habe keine Ahnung, Call of Duty gespielt, mehr nicht. Aber dass das Schrotflinten sind, das erkenne ich auch, ja. And this is also a shotgun? Yes. It looks like a sniper. Yeah, this looks like 50 caliber. Yeah. Crazy. Ja, was es nicht alles gibt, ne? Das Drumback, wow. Das ist schon eine böse. Ich weiß nicht, welches Tier man damit jagen will. This for hunt? Yes. For which animal? Generally pig or pork. Can you take video also to him? Yeah, sure. for huge animals, I think. Yeah, for pork or pig. Which is say. Yeah, hawk, yeah. Yes, hawk. Crazy, ja, also damit geht man tatsächlich auf Wildschweinjagd. Ne? Das ist dann eher für die Vögel, das ist für die Wildschweine. 20 rounds. Yes. 20 Schuss im Drum Mag. Krass. And what kind of animals is this for? That is 5 rounds. Ah. And that also for hawk. For hawk. Ui. Jetzt sind wir hier bei den ganz krassen Scopes angekommen. Bis zu 30-facher Zoom. Okay. Das, glaube ich, brauchen wir erstmal nicht auf das Dinger. Aber es wäre natürlich, es würde wunderschön aussehen. So, und jetzt sind wir hier auch wieder im Wilden Westen angekommen. Ganz viele Revolver. Ja, den hatte ich ja schon letztes Jahr mal in der Hand. Sehr lustig, ein Revolver mit einem Pistol Scope. Und das funktioniert ziemlich gut. Und natürlich auch wieder Single-Action spannbar. So, hier sind wir wieder völlig in der falschen Ecke. Night Vision und Thermal auf einem Helm platziert. Ja, cool, aber für uns leider absolut nicht brauchbar und viel, viel, viel zu teuer. Ui, Gunmaker seit 1790. Jo, das ist mal Tradition und das sieht man auch. So, hier haben wir jetzt was aus Österreich. Etwas sehr Traditionelles und sehr Schmuckes. Und ich würde es am liebsten direkt anfassen, aber darf ich nicht. Schade. Sehr schöne Dinger. Wow, das sind halt echte, richtige Kunstwerke, ne? Und ich würde ja gerne, aber nein, schade. Okay, also mir war klar, dass das kein günstiger Spaß sein wird, aber das war mir nicht klar. Puh, und jetzt verstehe ich auch, warum man darauf so beharrt, dass man das hier nicht berührt. Also wenn ich das sehe, dann bin ich einigermaßen beruhigt, dass ich scheinbar gar nicht so bekloppt bin mit meinen 50.000 verschiedenen Pfeilen allein für die Stinger. Ja, das macht man wohl so als Schütze. Da gibt es halt sehr vieles Verschiedenes und man braucht halt nun mal alles. Gefühlt. So, und hier sehen wir mal wieder, wie stark die türkische Waffenindustrie tatsächlich ist. Alles türkische Modelle und die sehen ziemlich stark aus. Jetzt sind wir am Stand von Beretta und ja, hier sehen wir einmal, was alles auch zum Beretta-Konzern gehört. Das denkt man ja gar nicht, aber tatsächlich, das ist wesentlich mehr als nur Beretta. Sakko, Norma, gibt es ja bei uns auch als Lebensmitteleinzelhandel. Benelli, Franchi, Frenchy, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr breites Produkt- und Markenportfolio. Jetzt sind wir hier am Stand von Anschütz, ein sehr sportlicher Hersteller. Und ja, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was haltet ihr von solchen Sportmodellen? Sind die was für euch? Wären die was für euch? Ich muss sagen, optisch sagt mir das nicht ganz so zu. Was glaubst du, kosten die? 3.000? Uiuiui, für ein Luftgewehr, eieiei. Das hier, das sagt mir irgendwie doch wieder zu dann, ne? Das ist so speziell. Das
es hat schon was, auf jeden Fall. Wobei ich halt einfach mit Picatinnis finde ich wesentlich, wesentlich schöner. So, ich möchte einmal das Ding hier in die Hand nehmen. Also es ist schon sehr angenehm zu nehmen tatsächlich. Sehr gut belüftet, kann man sagen, auf jeden Fall. Jetzt muss man ja so schießen, wie wir das machen. Man kann ja jetzt gar nicht mehr drum greifen. Also, ja, könnte man ja mal überlegen, ob man da nicht eines Tages mal auch eine Stinger oder so in die Richtung rausbringt, oder? So eine Special Crossbow Dynamics extra für den Sport, die einen dann direkt zu dieser Griffweise zwingt und auch so cool aussieht. Das wäre doch was, oder? Schreibt mal in die Kommentare, ob das ein Hirngespinst ist und auch besser bleibt oder ob das vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist. Lass mich wissen. Hier haben wir jetzt ein paar Flinten. Und wieder Schrotflinten, die aussehen wie eine AR-15. Krass. Das hat natürlich schon echt was. Wahnsinn. Oh, ich dachte schon, ich finde kein Archery mehr hier. Ha. Beim Stand von Cerakote gibt es einen Cerakoteten Hoyt. Cool. Sehr cool. Mit Pinvisier. Nicht schlecht. Der kann wahrscheinlich einiges. Oh. Und er braucht eine neue Seele. Für die Bastler unter euch. Das wäre doch mal ein schönes Geschenk für den Muttertag, oder? So eine kleine Blumenvase. Wunderschön. Ist das, wie man sich Crossbow Dynamics vorstellt? Ja? Das wär's schon, ne? Klar, wir müssen natürlich stehen bleiben. Wir sind in Deutschland. Aber das ist das Prinzip. Bewegte Ziele. Da sehe ich mich. Da sehe ich uns beide eigentlich. Mit der Stinger. Für genau das. Das kriegen wir hin. Hallo und herzlich willkommen zum Outro. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du nächste Woche mit dabei bist. Und da schauen wir uns dann Messerundgang 2 an, unter anderem mit dem Video drin, die Interceptor, aber auch die coolen neuen Sachen von Barnett. Also die richtig spannende Folge kommt tatsächlich nächste Woche. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann solltest du jetzt noch auf Abonnieren klicken und diesem Video einen Like nach oben geben. Und es würde mich natürlich riesig freuen, wenn du Mac-Supporter wirst, also Kanalmitglied. Dann bekommst du nicht nur Zugriff auf Videos schon früher und Zugriff auf meine Emojis und sowas, sondern auch den Mac-Patch. So sehen die Patches aus, sind alle einzeln verpackt und die sind wirklich sehr hochwertig. Das ist keine China-Produktion. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du dich dafür interessierst und wenn ich dich im Mitgliederbereich begrüßen kann. Und wir sehen uns dann jetzt nächste Woche und ciao!